Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen bei der Zeit im Bild 2. Kroatien wurde heute von einem Erdbeben erschüttert. Opfersuche, zumindest 7 Tote fordert das starke Beben, das sogar bis nach Österreich spürbar war. Noch immer wird nach Verschütteten gesucht. Langer Weg, auch wenn die Impfungen langsam starten, bis zur Herdenimmunität wird es dauern. In unserer Reihe zum Jahreswechsel ist heute SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner zu Gast. Stille Nacht, die Ausgangsbeschränkungen verbieten große Feiern zum Jahreswechsel, was erlaubt ist zu Silvester und was nicht. Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat heute das Zentrum Kroatiens erschüttert. Ausläufer des Bebens waren bis in den Südosten Österreichs deutlich bemerkbar. Während bei uns Christbäume zu wackeln begonnen haben, kam es in den Kleinstädten Petrinja und Sisak im Zentrum des Erdbebens zu erheblichen Schäden. Medien berichten von 7 Toten, darunter auch ein 12-jähriges Mädchen und mehr als 20 Verletzten. Österreich und die Europäische Union haben den Behörden, die noch immer nach Opfern suchen, bereits ihre Hilfe angeboten. Es wird eine lange Nacht für die kroatischen Einsatzkräfte. Ein Wettlauf gegen die Zeit hat begonnen, um noch Verschüttete zu finden. Die Erde kommt heute in Kroatien nicht zur Ruhe. Die Pressekonferenz des Bürgermeisters von Sisak findet durch ein Nachbeben ein abruptes Ende. Da liegt in den Nachbarstädten Sisak und Petrinja vieles bereits in Trümmern. Das Beben zur Mittagszeit erreicht die Stärke 6,4. Den Menschen stehen Schock und Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Wieder ein Erdbeben. Es ist eine Katastrophe. Meine Wohnung ist vollkommen zerstört. Die Armee rückt aus, sei es um in den Trümmern nach Überlebenden zu suchen, sei es um die Bewohnerinnen und Bewohner eines Altersheimes zu versorgen. Dann einer der wenigen Lichtblicke. Die Retter graben einen Mann aus, doch solche Momente sind heute rar. Seine Stadt sei ausgelöscht worden, sagt der Bürgermeister. Es sei eine menschliche Tragödie. Auch im 45 Kilometer entfernten Zagreb löst das Beben Panik aus, wie der dort lebende Unternehmer Michael Markota schildert. In Zagreb ist das totale Verkehrschaos ausgebrochen. Die Leute flüchten aus der Innenstadt. Der Bürgermeister hat verlautbart, dass also die Stadt im Innenzentrum wird abgeriegelt. Der Katastrophenschutz ist auf der Straße. Es war das zweite Beben innerhalb von 30 Stunden. Warum es dort so oft Erdbeben gibt, erklärt die Seismologin. Dort ist auch eine Bruchzone zwischen zwei tektonischen Platten. Die verschieben sich zueinander und an dieser Verschiebungsfläche entstehen Erdbeben, wenn sich das dann ein bisschen verkeilt und dann ein bisschen weiter sich bewegt. Beben so stark wie heute sind dort allerdings Jahrhundertereignisse. Ein Erdbeben dieser Größenordnung hat es vor ca. 100 Jahren gegeben und dazwischen gibt es viele kleinere Erdbeben und das ist eine ganz normale Verteilung. Also gestern hat es zum Beispiel eine Magnitude 5 gegeben und im März hat es auch ein größeres Erdbeben gegeben, aber das ist ganz normal, dass sich das einfach über die 100 Jahre verteilt. Manchmal sind es mehr Erdbeben, manchmal etwas weniger. Die Ausläufer sind heute weithin zu spüren, ob in Österreich oder in Slowenien, wo die Parlamentarier das Weite suchen und das AKW Krško an der Grenze zu Kroatien abgeschaltet wurde. Eine reine Sicherheitsmaßnahme betonen die Betreiber. Die Experten geben noch keine Entwarnung. In den kommenden Tagen können noch weitere Nachbeben folgen. Und damit zum bestimmenden Thema der letzten Wochen und des letzten Jahres, Corona. 1.868 Neuinfektionen wurden heute gemeldet. Während diese Zahl steigt, sinkt die Zahl der Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen auf 411. Die Zahl des Tages aber sind die Verstorbenen. Da hat Österreich heute eine traurige Schallmauer durchbrochen. Mehr als 6.000 Menschen sind an oder mit dem Coronavirus verstorben. Genau sind es 6.059. Vergleicht man die täglichen Todeszahlen umgelegt auf die Bevölkerung international, dann hat sich Österreich in der ersten Welle sehr gut geschlagen. Bei der zweiten Welle haben wir aber Länder wie Italien oder die USA hinter uns gelassen. Auch Deutschland hat deutlich weniger tägliche Corona-Tote als Österreich. All das soll jetzt anders werden mit der Impfung. Regina Pöll und Peter Babutzki werfen einen Blick in die Zukunft, welche Auswirkungen die Impfung konkret haben könnte. Stell dir vor, eine Impfung ist da, aber zu wenige gehen hin. Diese Befürchtung haben derzeit viele Regierungen in Europa, denn trotz der Impfstudien mit zehntausenden Teilnehmern und der EU-Zulassung des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs misstrauen viele Menschen der Impfung.
Zuletzt zu sehen am Stefanitag in Graz, wo rund 1000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben. Laut Umfragen lehnen rund 30% der Österreicherinnen und Österreicher eine Impfung ab. Dabei würde eine Impfung die Situation in den Krankenhäusern deutlich entlasten, sagt der Simulationsforscher Niki Popper. Durch die Zielgerichtetheit dieser Maßnahme ist der Effekt relativ schnell zu sehen. Was heißt das? Wir impfen ja ganz konsequent einerseits die Menschen, die einen schweren Verlauf haben, das heißt ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen und das Personal im Gesundheitsbereich. Und weil die Maßnahme so zielgerichtet ist, wird sie sehr schnell auch eben diese Wirksamkeit zeigen. Nach Modellrechnungen der TU Wien und der Tiroler UMIT vom November würden schon 2,45 Millionen Geimpfte die Situation spürbar entspannen. Vorausgesetzt, die gefährdeten Gruppen werden zuerst geimpft. Einiges hängt auch davon ab, ob die Impfung eine Weitergabe des Virus verhindert. Schützt sie nur vor einem schweren Krankheitsverlauf, geht die Zahl der Toten um rund 35% zurück. Die Zahl der Menschen in Krankenhäusern wäre im Vergleich zu keiner Impfung um rund 40% niedriger. Die Neuinfektionen würden aber nur um 3% weniger werden. Sollte die Impfung die Virusverbreitung verhindern, würden bei 2,45 Millionen Geimpften die Zahl der Todesfälle um 60 und die Hospitalisierungen um rund 50% abnehmen. Und auch die Zahl der Neuinfektionen würde um rund 25% sinken. Das nächste Halbjahr werde jedenfalls mehr Klarheit bei der Immunisierung bringen, sagt der Simulationsforscher. Was wir derzeit noch nicht wissen, ob diese Impfung ausbreitungsmindernd und ausbreitungsverhindert wirkt, das ist aber jetzt auch noch nicht so wichtig. Das ist dann spannend im ersten Quartal. Im zweiten Quartal, wenn wir dann die Zahlen auch aus der Realität wieder zurückbekommen und ins Modell reingeben können, dann können wir uns ganz genau anschauen, wie viele Menschen brauchen wir, damit auch die Ausbreitung reduziert und verhindert wird. Voraussetzung dafür ist aber, dass sich Menschen impfen lassen. Auch in der Spitzenpolitik gibt es Impfskeptiker, wie den burgenländischen SPÖ-Landeshauptmann. Welche Nebenwirkungen gibt es? Was bedeutet die Impfung für Allergiker? Ist die Impfung gentechnisch verändert oder nicht? Kann ein Geimpfter Überträger sein? Ist es nur so die Impfung, dass der Verlauf gedämpft wird? Was? Diese Fragen sind bitte nicht beantwortet. Seine Parteichefin Randy Wagner wirbt hingegen offensiv für die Impfung, frei nach dem Motto: Stell dir vor, eine Impfung ist da und viele gehen hin. Die Corona-Maßnahmen sind natürlich zentrales Thema unserer Gespräche zum Jahresabschluss mit den Parteichefinnen und Chefs. Heute darf ich dazu die Bundespartei- und Clubvorsitzende der SPÖ begrüßen. Schönen guten Abend, Pamela Randy Wagner. Schönen guten Abend, Herr Tür. Frau Klubobfrau, Sie sagen, sich von Lockdown zu handeln sei keine Strategie der Bundesregierung. Sie selbst haben aber als einzige Oppositionspartei im Herbst Lockdowns zugestimmt, dann abgelehnt und dann wieder zugestimmt. Wie stringent ist denn die Haltung der SPÖ in der Frage der Lockdowns? Ja, Herr Tür, ich habe seit Beginn der Corona-Pandemie in Österreich eine sehr konsequente und klare Haltung immer verfolgt und auch gehabt, habe auch immer meine konstruktiv-sachlichen Beiträge dazu geleistet. Und was den Herbst betrifft und den zweiten Lockdown, war ich im Übrigen die erste Politikerin, die vor den steigenden Infektionszahlen gewarnt hat und vor der Gefahr, dass die Intensivstationen in Österreich hier an ihre Limits geraten, und habe gesagt, da müssen Maßnahmen rechtzeitig gesetzt werden, sonst kommt es zu einem großen Versorgungsproblem in den österreichischen Spitälern. Schon diese zweite Welle ist gekommen, sie war sehr, sehr drastisch, hat Österreich sehr hart getroffen, dennoch haben Sie dagegen gestimmt. War das im Nachhinein ein Fehler? Ich habe für den Lockdown mich ausgesprochen, um eine Intensivstation-Kollaps quasi österreichweit zu verhindern. Wogegen wir uns allerdings immer, auch im Vorhinein schon ausgesprochen hatten, ist gegen das Schließen der Schulen, weil hier der virologische Nutzen von geschlossenen Schulen einfach nicht so dermaßen groß gegeben war gegenüber dem Schaden, den geschlossene Schulen für die Kinder, für die Gesellschaft, aber auch für die betreuenden Eltern bedeutet. Das finden Sie auch nach dieser sehr drastischen zweiten Welle nach wie vor eine richtige Entscheidung, und die Schulen waren auch im Nachhinein gesehen kein Virustreiber? Die AGES-Daten, das heißt die nationalen Infektionsdaten,
sind ja die Basis, auf der man das auch beurteilen muss. Und die sagen nach wie vor, dass im Vergleich zu anderen Lebensbereichen die Schule kein großer epidemiologischer Infektionstreiber ist. Und auch Studien, die verglichen haben, Kinder, die jetzt im Distance Learning sind, mit Kindern in Österreich, die in der Schule im Präsenzunterricht waren, konnten keine unterschiedlichen Infektionshäufigkeiten zwischen den beiden Gruppen feststellen. Das lässt den Schluss zu, dass das Distance Learning hier keinen großen Einfluss auf das Infektionsrisiko der Kinder hat. Aber ist es tatsächlich so? Die AGES-Studien beruhen ja auf dem Contact Tracing, das bekanntermaßen zurzeit eher lückenhaft funktioniert. Und Sie haben sich in der Pandemie immer wieder mit zwei deutschen Kollegen von Ihnen beraten. Einer davon, Virologe Christian Drosten, twittert am 15. Dezember, es gibt einen starken Effekt von Schulschließungen. Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte Ihrer Schwesterpartei SPD, sagt am 14. November, der Schulbetrieb wird zu einem hohen Risiko. War es im Nachhinein wirklich richtig, nicht auch Schulschließungen, war es im Nachhinein richtig, Schulschließungen bei der zweiten Welle abzulehnen? Wissen Sie, was ich immer auch dazu gesagt habe und kritisiert habe und gleichzeitig eingefordert habe, dass der Sommer nicht genützt wurde, damit hier adäquate, strenge Sicherheitskonzepte für einen sicheren Schulbetrieb im Herbst erarbeitet und umgesetzt werden konnten. Das ist nicht passiert. Die Schule hat im September gestartet und man hat keine Sicherheitskonzepte österreichweit gehabt im Sinne von Lüftungskonzepten, um das Infektionsrisiko zu reduzieren, Teststrategien für das pädagogische Personal. Auch das war nicht verfügbar. Nicht österreichweite Regeln, was die Maskenpflicht in den Schulen betrifft. Das ist schleißig, das ist versäumt worden. Und ich hätte mir da gewünscht, dass man mehr Input in die Sicherheit der Schulen gelegt hätte. Zusperren von Schulen, das ist einfache Tür. Sicherheitskonzepte erarbeiten, damit Schulen geöffnet sind. Das wäre die große Herausforderung und Verantwortung der Bundesregierung gewesen. Aber trotz aller dieser Studien und obwohl es laut Ihnen so viele Versäumnisse in den Schulen gab und die nicht sicher waren, waren Sie dafür, dass Schulen offen bleiben. War das im Nachhinein richtig? Wissen Sie, die großen Folgeschäden, die diese geschlossenen Schulen für die Oberstufenklassler übrigens jetzt schon das vierte oder fünfte Monat, die diese Kinder heuer im Distance Learning sich befinden, die wirklichen Folgeschäden können wir jetzt noch gar nicht ermessen. Die werden erst in vielen Monaten, vielleicht in Jahren erst absehbar sein, weil das sind Bildungslücken, die viele tausende Kinder oft ihr Leben lang nicht mehr loswerden. Und das gilt es gegenüberzustellen dem vielleicht ja gegebenen minimalen virologischen Nutzen. Ich glaube noch immer, dass der Langzeitschaden durch geschlossene Schulen jetzt über Wochen und Monate ein sehr, sehr großer ist. Und man muss immer das Gesamtbild beurteilen. Und die Versäumnisse der Bundesregierung, keine Sicherheitskonzepte im Sommer erarbeitet zu haben, die sind doch sehr große. Gut, jetzt haben Sie heute Ihre Strategie für die nächsten Wochen im Kampf gegen das Coronavirus vorgelegt. Sie fordern sogenannte Wohnzimmertests, also Antigentests, die Menschen auch zu Hause machen können, sofort Tests, die zu Hause durchgeführt werden können und versprechen sich da eine Teilnahme von mehr als 50%. Aber wie kommen Sie eigentlich auf die Zahl? Bei den Massentests haben nur 25% der Bevölkerung teilgenommen. Warum soll bei deutlich niedrigeren Infektionszahlen im kommenden Frühjahr, die ja dann hoffentlich da sind, deutlich mehr Menschen teilnehmen? Ja, Herr Thür, es ist ganz wichtig, dass wir sicher durch die nächsten Monate, auch 2021, kommen, weil die Impfung, und das haben wir gerade gehört, wird jetzt nicht von heute auf morgen eine große Durchimpfungsrate in Österreich bewirken. Das heißt, wir brauchen adäquate Mittel, um sicher durch die Monate zu kommen. Das eine ist natürlich ein adäquates Contact Tracing. Das andere ist aber natürlich eine gute, neue, funktionierende Teststrategie. Und da sagen wir neben den risikobasierten Teststrategien in Alters- und Pflegeheimen, die notwendig sind, braucht es auch eine Massenteststrategie. Die öffentlich durchgeführte ist mit einem großen organisatorischen Aufwand verbunden und die Menschen sind nicht hingegangen, nur zu 20%. Das ist sehr gering. Sie haben dem Nutzen der Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme nicht vertraut. Und sie haben eigentlich zu Recht nicht vertraut. Warum sollte es jetzt mehr werden? Weil diese Massentests regelmäßig stattfinden müssen. Und es soll deswegen mehr werden, weil es einfacher wird für die Leute, weil sie den Sinn dann auch leichter verstehen. Es wird einfacher, weil das Tests sind, die jeder für sich freiwillig, hürdenlos
zu Hause im Wohnzimmer machen kann, durchführen kann. Es braucht keinen Sanitäter, der ein langes Stabel mehr in die Nase schiebt, sondern man wischt sich nur quasi am Nasenloch mit einem Wattestäbchen ab. Das kann jeder einfach zweimal die Woche machen. Das kann quasi zu einem Alltag, zu einer Routine werden. Und wenn jeder für sich das als Sicherheitsmaßnahme entdeckt, mit der wir sicher gemeinsam durch die nächsten Monate kommt, dann glaube ich auch und bin davon eigentlich überzeugt, dass eine hohe Beteiligungsrate möglich ist. Und damit könnte und kann auch ein vierter Lockdown vermieden werden, weil die Infektionsketten mit so einem Massentest effizient durchbrochen und schnell durchbrochen werden können. Aber was macht es eigentlich so sicher, dass das schon in den nächsten Monaten verfügbar sind? Die AGES prüft erst gerade, ob diese Tests überhaupt sicher sind, ob die überhaupt anwendbar sind. Das Bildungsministerium hätte diese Tests auch sehr gerne. Die wollen Schülerinnen und Schüler einmal wöchentlich damit testen. Die gehen davon aus, dass sie jedenfalls nicht vor den Semesterferien überhaupt in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen. Was ist denn Ihre Teststrategie bis dahin? Das sind ja noch ein paar Wochen. Also Fakt ist, dass diese Tests in den USA bereits zugelassen sind und bereits verfügbar sind. In Europa gibt es sogar europäische Hersteller, die jederzeit bereit sind, diese Testungen zuzulassen und auch in Anwendung zu bringen. Und es gibt Länder wie Deutschland, die die Anwendung schon in der Fläche auch prüfen seitens der deutschen Bundesregierung. Und ich erwarte mir da schon, dass auch die österreichische Bundesregierung auch diese neuen innovativen Wege geht, weil es ein wichtiger Schlüssel ist, sicher durch die nächsten Monate zu kommen, bis wir eine hohe Durchimpfungsrate haben, die aber uns dann hoffentlich entlastet. Aber geprüft wird es ja schon, was bringt. Macht sie denn so sicher, dass die auch lieferbar sind? Das ist ja in der Pandemie nicht ganz einfach. Ja, schauen Sie, Schritt für Schritt. Der erste Schritt ist, dass es überhaupt solche Testmöglichkeiten gibt. Die gibt es. Es gibt europäische Hersteller. Jetzt muss die Bundesregierung mit denen Kontakt aufnehmen. Und wenn hier ein Wille ist, dann gibt es auch einen Weg. Das ist meine Erkenntnis in einer Krise, aber grundsätzlich im Leben und in der Politik. Gut, diese Massentests sind deshalb so wichtig, weil die Bundesregierung eine Testpflicht über Umwege quasi plant. Also eine Art Freitesten, wie das mittlerweile heißt, aus dem Lockdown ab dem 18. Jänner. Dazu braucht es eine Gesetzesänderung. Da müssen Sie pro forma nicht zustimmen, aber Sie haben eine Vetomöglichkeit im Bundesrat. Sie können dort nämlich Nein sagen. Die FPÖ hat das schon angekündigt. Das heißt, die Regierung wäre auf Sie angewiesen. Ansonsten würde das Gesetz verschoben werden müssen und damit die Möglichkeit zum Freitesten de facto obsolet. Sie haben heute schon gesagt, Sie wissen noch nicht genug, um diese Entscheidung zu fällen. Aber was wären denn Ihre Grenzen? Was müsste denn passieren beim Freitesten, dass Sie zustimmen? Also grundsätzlich stellt sich ja die Frage, wie lang der Lockdown im Jänner überhaupt angesetzt werden muss. Und die dafür eigentlich zugrunde liegende Information ist ja nicht das Ergebnis eines Massentests, die der eine oder der andere vorweist, sondern Grundlage dafür ist die infektiologische Entwicklung, der infektiologische Trend, der aktuelle, der nächsten 3 Wochen. Und der kann eigentlich seriös erst nächste Woche bis wahrscheinlich spätestens das Wochenende um den 9., 10. Jänner gemacht werden, dieser Befund. Weil warum erst dann? Weil dann sieht man eigentlich erst die Effekte des aktuellen Lockdowns und erst dann sieht man die Effekte der Feiertage mit den erhöhten sozialen Kontakten. Und dann kann ein sachlich fundierter Befund erstellt werden und eine Prognose, wie die nächsten Wochen im Jänner ausschauen, ob es einen Lockdown braucht und wie lange. Das ist die entscheidende Frage, nicht ob es irgendwelche Testungen braucht, um sich aus irgendetwas rauszutesten. Entweder es braucht einen Lockdown, weil die Zahlen zu hoch sind, oder es braucht keinen, weil die Zahlen sowieso so niedrig sind, dass wir keine weiteren verschärfenden Maßnahmen mehr Mitte Jänner brauchen. Aber schon davor ist diese Gesetzesänderung im Nationalrat und da stellt sich ja die Frage, werden Sie der zustimmen oder nicht? Lese ich da jetzt raus, dass Sie jedenfalls vor dem 10.11. Jänner einer solchen Gesetzesänderung nicht zustimmen? Herr Tür, weder Sie noch ich, außer Sie haben hier andere Informationen, haben den eigentlichen Gesetzestext vor sich liegen. Ich kenne die Regeln nicht, die die Bundesregierung hier plant im Zuge dieses Tests für die 3. Jännerwoche. Ich kenne auch nicht die Kontrollmechanismen, die ja gerade gestern und heute heftigst von Seiten der Wirtschaft zu Recht auch diskutiert werden. Da gibt es viele Stimmen, viele Ankündigungen, viele Unklarheiten, viele offene Fragen. Da kann man sich kein seriöses, finales Bild dazu machen. Und das werde ich auch nicht machen, Spekulationen hier befeuern. Mein Bild mache ich, wenn die Daten und Fakten am Tisch liegen und vor allem, wenn der infektiologische Trend bewertbar ist.
ob es überhaupt einen Lockdown und so harte Maßnahmen Mitte Jänner, Ende Jänner noch braucht. Gut, kommen wir zum Impfen. Da haben Sie, Zitat, 7 Punkte für eine wirksame Impfstrategie vorgelegt. Dann habe ich mir die Impfstrategie der Bundesregierung vorgelesen und gelesen und daneben gelegt. Und von der zentralen Organisation, die Sie fordern, bis zu den wohnortnahen Impfaktionen, bis hin zu einem Impfplan nach Gefährdungslage, finde ich all das auch in der Impfstrategie der Bundesregierung. Fordern Sie da nicht etwas, was es ohnehin schon längst gibt? Ja, erstens habe ich das schon vor einigen Wochen auf den Tisch gelegt und gefordert, weil eine rechtzeitige Vorbereitung ja essentiell ist für die historisch größte Impfaktion, die Österreich vor sich hat. Eine Impfaktion, die für uns so notwendig ist, um eine Chance nicht verstreichen zu lassen und eine Tür zu öffnen Richtung Freiheit und Normalität. Und das Allerwichtigste, die größte Herausforderung, die wir vor uns haben, ist in unserem Land eine positive Impfstimmung zu erzeugen. Und da sind wir alle gefordert, die Bundesregierung durch eine solide, ehrliche, transparente Impfpolitik, um alle Fragen der Bevölkerung, die es gibt, zu beantworten, um die Unsicherheiten in der Bevölkerung zu beseitigen. Und auch ich in der Opposition als größte Oppositionspartei auch hier meine konstruktiven Beiträge zu liefern. Und das mache ich seit vielen Wochen dazu. Sie wollen Unsicherheiten nehmen, dann beginnen wir vielleicht gleich damit. Hans-Peter Doskozil sieht die Impfungen deutlich kritischer. Ich will gar nicht die übliche Frage stellen, was Sie zu den Aussagen des burgenländischen Landeshauptmannes sagen. Ich glaube, das haben wir oft genug gemacht. Mich würden die Antworten auf die Fragen interessieren, die Hans-Peter Doskozil gestellt hat. Und die waren ganz konkret, welche Nebenwirkungen gibt es? Was bedeutet die Impfung für Allergiker und ist die Impfung gentechnisch verändert? Sie sind eine der Impfexpertinnen in diesem Land. Sie wollen konstruktiven Diskurs. Was antworten Sie ihm? Also diese Impfung, die zumindest jetzt in Österreich schon verfügbar ist, ist die Pfizer-Impfung. Die hat eine europäische Zulassung der Europäischen Arzneimittelkommission. Das heißt, sie hat die notwendigen Sicherheitsprüfungen bestanden. Und damit kann diese Impfung als sicher bewertet werden und auch als wirksam bewertet werden. Die Impfreaktionen, die auf jeden Fall zu erwarten sind, und zwar bei einer sehr hohen Rate der Impflinge, etwa über 90%, die sind typisch mit Fieber, Schmerzhaftigkeit, Rötung an der Impfstelle für einige Tage. Das zeigt, dass eine gute Immunreaktion im Körper nach der Impfung stattgefunden hat. Das ist völlig normal, hat keinen Krankheitswert. Ist die Impfung gentechnisch verändert oder nicht? War auch noch eine Frage. Die Impfung ist eine ganz neuartige Impfung, wo quasi die Erbinformation für das Impfantigen eingebracht wird. Früher war es immer so, dass man das Impfantigen durch die Impfung selbst appliziert hat. Jetzt wird nur die Information über dieses Antigen quasi initiiert. Das ist neu und die menschlichen Zellen werden sozusagen dadurch induziert, die an der Oberfläche eine ähnliche Struktur wie das Coronavirus es hat, zu produzieren und damit vom Immunsystem als Coronavirus erkannt zu werden und damit Antikörper zu produzieren. Das ist neu, das ist eine neue Impftechnologie, die allerdings in der Forschung schon über 25 Jahre geprüft ist und erforscht ist. Also keine gentechnische Veränderung, hätten wir das auch geklärt. Ganz zum Schluss eine ganz kurze Frage, eine schwierige Frage für viele Politikerinnen und Politiker. Bei Ihnen hat es aber eine zusätzliche Ebene. Sie arbeiten in der Pandemie auch immer wieder beim Samariterbund mit. Rettungskräfte können sich früher impfen lassen als die andere Bevölkerung. Wann werden Sie sich denn ganz persönlich nicht impfen lassen? Dann, wenn ich meine offizielle Einladung seitens des Bundesministeriums bekomme, wann ich an der Reihe bin, dann werde ich mich impfen lassen und werde die erste Möglichkeit, die sich dazu bietet, natürlich wahrnehmen. Das ist eine Chance, die ich sicher nicht verstreichen lasse und die keiner von uns eigentlich liegen lassen sollte. Frau Dr. Randy Wagner, vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Und morgen beenden wir unsere Serie zum Jahreswechsel. Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz wird dann zu Gast sein. Und damit zur Situation der Flüchtlinge im Süden Europas. Während hierzulande vor allem über die Zustände in griechischen Flüchtlingslagern gesprochen wurde, sind laut Angaben der UNO hunderte Menschen in Bosnien obdachlos. Dort tobt ein Streit um die Unterbringung von bis zu 3000 Menschen. Im Zentrum steht dabei ein Lager in der Stadt Bihać im Norden Bosniens, im Grenzgebiet zu Kroatien. Christian Werschütz berichtet. Das Auffanglager Lipa, 17 Kilometer von Bihać entfernt, bevölkert derzeit noch einige hundert Migranten. Es sind nur Männer, die Mehrheit stammt aus Pakistan, Bangladesch, Afghanistan und Nordafrika. Durch Schneefall und Temperaturen unter Null sind die Lebensbedingungen menschenunwürdig.
Noch schlimmer wurden sie, weil Migranten vor einigen Tagen Zelte anzündeten, möglicherweise um die Verlegung nach Bihać zu erzwingen. Lipa sollte bereits ein winterfestes Lager sein, doch seit April geschah nichts. Seit Beginn der Krise hat die EU alles finanziert, um sicherzustellen, dass Migranten, solange sie in Bosnien sind, Zugang zur nötigen Hilfe haben. Die Krise, die 3000 Personen betrifft, ist das Ergebnis politischer Konflikte in Bosnien. Derzeit ist ein Konsens nicht in Sicht, obwohl das keine Geldfrage ist. Abgesehen davon sprechen wir von insgesamt 8000 Migranten, die in einem Land mit 3,5 Millionen Einwohnern kein derart großes Thema sein sollten. In Bosnien gibt es keine Einigung über die Verteilung der Migranten. 80% kommen über Serbien und den serbischen Landesteil von Bosnien, der sich kategorisch weigert, ein Auffanglager zu eröffnen. Bis zur Lokalwahl im Herbst bestand ein derartiges Lager in Bira in Bihać. Es könnte alle Migranten aus Lipa aufnehmen, doch die lokale Bevölkerung ist klar gegen die Wiedereröffnung. Einige Bürger halten sogar vor den Toren Wache. 3 Jahre kämpfen die Bürger bereits mit der Migrationskrise. Dabei gab es große Schäden durch die Migranten. Da geht es um kleinste Straftaten bis zum Mord. Die internationale Gemeinschaft hatte genug Zeit, Lipa herzurichten. Wir werden die Nutzung von Bira verhindern, wenn nötig mit Gewalt. Gegen die Wiedereröffnung ist auch der Bürgermeister von Bihać. Die Öffnung von Bira kommt nicht in Frage, weil niemand garantieren kann, dass es im Fall der Aufnahme von 1000 Personen bei dieser Zahl bleibt. Würden wir die Öffnung zulassen, dann wäre Bira nicht voll mit den Migranten aus Lipa, sondern mit den 1000 Migranten, die sich jetzt in verlassenen Gebäuden in und um Bihać aufhalten. Hinzu kämen dann noch die Migranten aus Lipa und noch weitere aus dem übrigen Bosnien. Diese Lage hatten wir schon einmal. Akzeptable Unterkünfte haben in Bosnien jedenfalls Familien mit Kindern und unbegleitete Minderjährige. In ihren Lagern gibt es noch Platz für weitere Aufnahmen. Für die alleinstehenden Männer spricht die Statistik. Seit Jänner 2018 kamen 70.000 Migranten nach Bosnien. Derzeit sind noch 8.000 im Land. Das zeigt, die Balkanroute ist keineswegs dicht. Und irgendwann wird diesen Personen der illegale Übertritt in die EU gelingen. Es gab ja durch Corona viele Regeln dieses Jahr. Eine haben wir noch: wann Sie wo zu Silvester welche Raketen abschießen dürfen. Darüber berichten wir gleich nach weiteren Meldungen vom Tag. Nach dem Andrang auf die österreichischen Skigebiete hat die Bundesregierung die Bestimmungen durch einen Erlass verschärft. Skilifte sollen verstärkt auf ihre Corona-Präventionskonzepte überprüft werden. Die Betreiber haben die Einhaltung der Corona-Bestimmungen durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. Kommt es wiederholt zu Verstößen, können Skigebiete auch geschlossen werden, heißt es. In Russland wird gegen Kreml-Kritiker Alexei Nawalny wegen möglicher Veruntreuung öffentlicher Gelder ermittelt, teilen die russischen Behörden mit. Nawalny befindet sich derzeit in Deutschland und erholt sich von einem Novichok-Giftanschlag, für welchen er die russische Regierung verantwortlich macht. Der Kreml bestreitet jegliche Beteiligung an dem Attentat. Mit 98 Jahren ist der französische Modepionier Pierre Cardin heute nahe Paris verstorben. Cardin war in den 1950er Jahren der Erste, der Designermode für das breite Publikum entwarf. Zudem galt er als einer der Erfinder futuristischer Mode. Mit seinem Namen schuf Pierre Cardin eine Weltmarke. Von Montag früh bis Dienstag früh hat es in großen Teilen Kärntens und Osttirol bis zu 60 cm Neuschnee gegeben. In Kötschach-Mauthen liegen derzeit etwa 120 cm. Die Feuerwehr musste zu Dutzenden Einsätzen ausrücken und mehrere Straßen wurden gesperrt. Skirennläuferin Katharina Linsberger erzielt mit Platz 2 beim Slalom am Semmering das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere. Sie verpasst nur um 11 Hundertstelsekunden den Sieg. Michelle Giesin ist die erste Schweizerin, die nach 18 Jahren wieder einen Slalom gewinnt. Im Wiener Stadtgebiet war das Zünden von Feuerwerken an Silvester ja eigentlich immer verboten. Gehalten haben sich aber, wie Sie hier hinter mir sehen, nicht alle dran. Heuer sind Silvesterpartys im ganzen Land gleich gar nicht erlaubt. Auch zum Jahreswechsel gelten strenge Ausgangsbeschränkungen und nur Treffen mit einer haushaltsfremden Person sind gestattet.
Sämtliche Silvesterpfade und öffentliche Feiern sind deshalb abgesagt. Vor allem Haustierbesitzer wird es freuen, dass es heuer deutlich leiser ins neue Jahr geht. Es wird eine stille Nacht und anders als sonst. Österreich bleibt über den Jahreswechsel im Lockdown. Partys und Feuerwerke sind abgesagt. Ich bin eine Haustierbesitzerin und deswegen ist schon mal ganz, ganz gut, wenn heuer nicht so viel geschossen wird. Es ist schon schade, ein bisschen was Offizielles wäre vor allem für Kinderaugen sehr nett, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob man privat schießen darf. Ich weiß gar nicht, aber stört mich nicht so wirklich. Böllern ist heuer nur auf einem Privatgrund außerhalb des Gemeinde- bzw. Stadtgebietes erlaubt. Die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen bleiben rund um die Uhr aufrecht. Das Abfeuern und Abbrennen von Feuerwerkskörpern stellt laut Verordnung keinen Ausnahmegrund dar. Der Spaziergang um Mitternacht ist aber gestattet. Ausnahmeregelungen für private Feuerwerke könnten die Bürgermeister erteilen, sollten das aus Sicht des Innenministers heuer aber nicht tun. In der steirischen Gemeinde Kumberg appelliert der Bürgermeister an die Bevölkerung: Seid vernünftig, lasst die Knallerei, lasst einfach nur zu Hause die Säckkorken knallen und das ist das Einzige, was vielleicht ein Geräusch geben soll. Die Polizei wird in der Silvesternacht jedenfalls verstärkt gegen verbotene Feuerwerke kontrollieren. Die landesweit 4000 Polizistinnen und Polizisten werden aber auch darauf schauen, ob die Ausgangsbeschränkungen eingehalten werden. Es drohen hohe Strafen. Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass Österreich mit diesen strengen Maßnahmen nicht alleine ist. Silvesterfeierlichkeiten sind europaweit abgesagt. Auch an der berühmten Copacabana in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro wird heuer erstmals alles dicht gemacht. Und das Wetter für die letzten Tage des Jahres hat jetzt noch Manfred Bauer für uns. Tiefdruckgebiete steuern einmal feuchtere und einmal trockenere, einmal kühlere und einmal mildere Luft über Europa. Bei uns handelt es sich morgen um feucht-kühle Luft. Dichte Wolken ziehen also über den Himmel und vereinzelt gehen Schauer nieder. Hin und wieder lockert es ein bisschen auf. Am Nachmittag gibt es verbreitet 3 und 5 Grad. Am letzten Tag des Jahres scheint im Westen die Sonne, trüb bleibt es nur im Südosten. Und nach teils strengem Morgenfrost fängt es am 1. Jänner an Alpensüdseite leicht zu schneien an. Um 11:05 bringt sie die ZIP Nacht noch auf den neuesten Stand der Dinge. Dort ist heute die Philosophin und Autorin Lis Hirn zu Gast. Die ZIP 2 verabschiedet sich. Noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.